Er ist ehemaliger Polizist, Veganer und er ist schwarz. Als zweiter Afroamerikaner wird Eric Adams Stadtoberhaupt von New York. Der Demokrat kann sich bei der Bürgermeisterwahl in der größten Stadt der USA klar gegen seinen Rivalen Curtis Sliver von den Republikanern durchsetzen. Bislang war Adams Stadtteilbürgermeister von Brooklyn. Meine Mutter hat Häuser geputzt, ich habe Teller gespült. Ich wurde von der Polizei geschlagen und saß in der Zelle eines Polizeireviers und dachte, meine Zukunft wäre schon entschieden. Aber jetzt werde ich für dieses Revier und für alle anderen in New York zuständig sein, denn ich werde Bürgermeister der Stadt New York. Sein neues Amt gilt schon länger als zweithärtester Job in den Vereinigten Staaten, nach dem des Präsidenten, und auf Adams warten große Herausforderungen. Die 8-Millionen-Metropole kämpft noch immer mit den verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie. Eine Impfpflicht für Stadtmitarbeiter sorgt für politischen Zündstoff. New York leidet zudem unter hoher Kriminalität, Armut und einem Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Ein Thema, bei dem Adams auf eigene Erfahrungen zurückgreifen kann, ist Polizeigewalt gegen Schwarze. Er wurde als Jugendlicher von Polizisten misshandelt, was ihn dazu brachte, selbst ein Cop zu werden. Schon 1995 gründete er eine Organisation schwarzer Polizisten, die sich gegen Rassismus bei den Sicherheitskräften einsetzt. Der heute 61-Jährige, der nach einer Diabetesdiagnose Veganer wurde, hat den Ruf, Präsenz zu zeigen, anzupacken und zu entscheiden. Sein Amtsvorgänger Bill de Blasio wurde häufig als zu zögerlich kritisiert.